Um Punkt 17 Uhr fiel am Samstag der Startschuss zur 26. Auflage des traditionellen 24-Stunden-Schwimms der Berliner Wasserratten. Unter dem Motto »Schwimmen, solange man Lust und Laune hat« schlüpften alle Schwimmfreudigen aus Reinickendorf und Umgebung im Stadtbad Märkisches Viertel in Badehose oder Anzug, um viele Bahnen zu ziehen. Ganz toll hier. Es macht auch wirklich Spaß, ja. Die Kinder kriegen eine Medaille und sind alle happy, wenn sie sozusagen ihre erste Schwimmmedaille bekommen, obwohl sie nur vielleicht kurze Strecken geschwommen sind. Zudem lockten das Schnuppertauchen und die Nachtstaffeln besonders die Kleinsten ins Schwimmbecken. Manch einer war im Wasser, der beim 24-Stunden-Schwimmen die ganze Nacht und den Tag zuvor verbracht hatte und noch immer ausdauernd seine Bahn zog. Andere sprangen ins Becken, um kurz vor Schluss noch die letzten Bahnen für ihre Punktekarte zu bekommen. Nach genau 24 Stunden endete die Veranstaltung am Sonntag um 17 Uhr. Er liebt einfach das Wasser, die Unterwasserwelt und dann mal hier ausprobieren zu können, wie ein Schnuppertauchen funktioniert. Da habe ich irgendwann gesagt, ich muss hier unbedingt mitmachen. Dem Reinickendorfer Schwimmverein ist es erneut geglückt, den Teilnehmern unvergessliche Stunden im Stadtbad zu ermöglichen und die Kinderaugen strahlen zu lassen. 24 Stunden schwimmen!